Hi Leute, Albert hier von WindowsArea.de und heute schauen wir uns einen kleinen Vergleich zwischen macOS Mojave und Windows 10 Redstone 5 an. Beide Updates der jeweils konkurrierenden Systeme von Apple und Microsoft werden im Herbst dieses Jahres ausgerollt, jeweils für Mac und das andere für Windows 10 User. Und worauf ich heute einen großen Fokus legen will, das ist vor allem das dunkle Design in beiden Betriebssystemen und wie sich das dann verändern wird. Übrigens, dieses MacBook ist nur hier, weil es ja gut am Thumbnail aussieht. Eigentlich ist es kaputt. Danke fürs Klicken und ich zeige euch jetzt aber auf jeden Fall in VoiceOver die zwei verschiedenen Updates und wo meiner Ansicht nach die ganz großen Unterschiede da sind. Also vielen Dank, dass ihr erstmal dran geblieben seid nach diesem Intro. Fangen wir erstmal mit macOS an und was in dem Betriebssystem alles neu sein wird. Die große Neuerung, die sich auch Apple-User bzw. Mac-User schon seit Jahren gewünscht haben, das ist ein dunkler Modus im Finder bzw. im gesamten Betriebssystem, wie es ja auch Microsoft schon seit 2015 mit Windows 10 umgesetzt hat. Und mit macOS Mojave kommt jetzt auch dieser dunkle Modus in das gesamte Betriebssystem und Apple hat dafür natürlich auch die System-Apps aktualisiert, sodass diese auch einen dunklen Modus haben. Was Apple meiner Ansicht nach deutlich besser umgesetzt hat als Microsoft, ist eben auch dieser dunkle Modus und das übergreifend über sämtliche Apps. Einerseits gibt es deutlich mehr Konsistenz bei Apple. Die Homogenität in Windows 10 ist wirklich grauenhaft. Wenn man den dunklen Modus eingestellt hat im Betriebssystem, ist Microsoft Edge beispielsweise dennoch standardmäßig weiß. Die verschiedenen Apps der Microsoft Store ist grau, die Xbox App ist etwas dunkelgrauer. Wie gesagt, die Mail-App ist komplett schwarz. Die Nachrichten-App ist dann transparent grau. Also es gibt ganz viele verschiedene Designs und Umsetzungen dieses dunklen Designs innerhalb von Windows 10. Und ich muss sagen, was das betrifft, ist Windows 10 ein echtes Design-Chaos. Und Apple hat jetzt die erste macOS Mojave Beta veröffentlicht, die ich jetzt auch ein paar Tage schon in der virtuellen Maschine leider getestet habe. Nicht auf dem MacBook selbst, denn es ist ja nicht mehr funktional. Und was ich da schon bemerkt habe, ist die Konsistenz, die Homogenität des Designs ist bei Apple einfach deutlich besser durchgezogen als bei Microsoft. Es gibt ein paar kleine Fehler. Beispielsweise gibt es bei der Nachrichten-App auf der linken Seitenleiste einen kleinen Transparenzeffekt. Und diese linke Seitenleiste hat aber bei allen anderen Apps praktisch keine Transparenz. Also das sind diese kleinen, ganz kleinen Fehler, wo man sich als Designpurist vielleicht ein ganz kleines bisschen daran stört. Aber was ich auch sagen muss, ist, bei Windows 10 wäre derselbe Designpurist nach Betrachtung zum Beispiel dieses Screenshots ein Epileptiker. Also es ist wirklich ein großer Unterschied und was Apple an Design jetzt in einer einzigen ersten Beta-Version geschafft hat, im Vergleich zu Microsoft, die jetzt auch 3 Jahre Zeit hatten, dieses dunkle Design zu optimieren, das ist wirklich ein großer Unterschied und als Windows-Nutzer muss ich sagen, ich finde es sehr schade, dass Microsoft es immer noch nicht geschafft hat, dieses Design umzusetzen. Ansonsten bringt macOS 10 Mojave noch eine ganze Reihe von Veränderungen, zum Beispiel auch den Dynamic Desktop. Das ist ein Feature, welches den Desktop des Betriebssystems im Laufe des Tages an die Tageszeit anpasst. Es ist im Prinzip ein Nachtmodus, nur dass ihn Apple wieder ein bisschen innovativer und auch interessanter umgesetzt hat. Der große Unterschied ist einmal, dass nicht einfach ein roter bzw. dunkelgelber Stich über das Display gesetzt wird und damit war es das, sondern das Design verändert sich im Laufe des Tages vom weißen Design hin zum dunklen Design. Das ist die eine Sache. Andererseits gibt es auch dann die dynamischen Wallpaper, die eben im Laufe des Tages von Tag eben zu Nacht werden. Und das ist eine sehr benutzerfreundliche und auch eine wirklich interessante und spannende Umsetzung dieses Nachtmodus. Und ich finde auch, Microsoft sollte sich auch dieses Feature auf jeden Fall etwas genauer ansehen, denn Microsofts Umsetzung des Nachtmodus basiert aktuell darauf, dass man einfach das üblicherweise weiße Display jetzt einfach ein bisschen gelber macht. Das ist zwar auch augenschonend, aber innovativ und interessant für den Nutzer jetzt. Als Benutzererlebnis ist es natürlich bei macOS besser umgesetzt. Und Apple zeigt auch wirklich, wie man das Betriebssystem mit neuen Features erweitern und verbessern kann. Und Stacks ist beispielsweise genauso ein Feature, das eben diese Veränderung bringt. Wenn man auf dem Desktop einen Rechtsklick macht unter macOS Mojave, kann man Stacks aktivieren und daraufhin wird die Unordnung am Desktop im Prinzip aufgeräumt. Und zwar werden die verschiedenen Dateien auf dem Desktop dann in Unterordner sortiert. Beispielsweise werden alle Fotos auf dem Desktop in einen Ordner gepackt und alle anderen Inhalte, beispielsweise Präsentationen und was auch immer, eben zusammengefasst. Und das ist insgesamt durchaus praktisch. Und auch das Feature ließe sich beispielsweise später mit AI erweitern, sodass auch das Betriebssystem selbst basierend auf dem Kontext der Dokumente vielleicht erkennt, wo und in welchem Ordner das hingehört. Also das ist durchaus praktisch und auch eine interessante Erweiterung für den Nutzer. Und
Andererseits gibt es dann noch im Finder, also im, ich sag mal, Windows Explorer von macOS, gibt es dann noch eine neue Ansicht, und zwar die Galerieansicht, die man ein bisschen von Ubuntu, glaube ich, von älteren Versionen kopiert hat. Und zwar gibt es da zum Beispiel im Fotos-Ordner kann man jetzt die Fotos direkt als Vorschau anzeigen. Und das ist immerhin ein praktisches Feature, weil man muss dann nicht eine andere App öffnen, beispielsweise eben die Fotos-App, um die Bilder zu betrachten. Das ist auf jeden Fall eine praktische Neuerung, die auch wahrscheinlich ganz viele Nutzer verwenden werden. Ansonsten gibt es noch Quick Look, wo man PDF-Dokumente schnell bearbeiten kann oder Bilder beispielsweise. Es ist im Prinzip ein bisschen Windows Ink, das heißt, wenn man ein entsprechendes Zubehörgerät hat, ein Wacom-Tablet zum Beispiel, dann kann man auf PDF-Dokumenten schnell was markieren und das dann auch direkt weiterschicken. Also das ist zum Beispiel durchaus praktisch. Es gibt ein neues Screenshot-Tool, das auch Microsoft in Windows 10 implementieren wird. Und es gibt dann noch eine ganze Reihe weiterer Veränderungen. Beispielsweise für FaceTime kann man jetzt mit bis zu 32 Leuten telefonieren. Es gibt eine neue News-App, die in macOS Mojave dazukommt, einen verbesserten Mac App Store und so weiter. Also das sind eine ganze Reihe wichtiger Funktionen, auf die ich jetzt in diesem Video allerdings nicht unbedingt eingehen möchte, um auch diesen Vergleich zu Windows 10 zu ziehen. Ich habe das bereits gemacht mit dem dunklen Design in Windows 10, welches ja schon seit 2015 existiert und immer noch nicht wirklich gut umgesetzt wurde, was Apple innerhalb von ja, einer Beta im Prinzip geschafft hat. Andererseits kommt es jetzt in Windows 10 mit dem Redstone 5 Update auch der neue Datei-Explorer hinzu, der allerdings das Design-Chaos in Windows 10 nicht wirklich viel besser macht. Denn auch hier, wenn man jetzt sich einen Screenshot ansieht oder beziehungsweise einfach das Betriebssystem ansieht, wie Windows 10 jetzt aussieht mit den ganz vielen verschiedenen Designs in den Apps und dann noch den Windows Explorer, der jetzt komplett schwarz ist und mit einer transparenten Titelleiste, das ist wieder eine ziemlich große Abkehr im Vergleich zu allen anderen Designs. Was Microsoft jedenfalls machen müsste, ist endlich einmal beim dunklen und auch beim hellen Design ein bisschen Homogenität einkehren zu lassen und sich alle Apps einmal anzusehen und ein einheitliches Design zu schaffen, weil je mehr Features man implementiert, desto mehr Chaos schafft man aktuell und irgendwann wird es komplett unübersichtlich, sodass man es einfach irgendwann lassen wird. Was Windows 10 Redstone 5 betrifft, gibt es wie auch bei macOS Mojave eine neue App für Screenshots, die heißt Bildschirmskizze bei Microsoft. Ich habe diese Neuerungen bereits in einem anderen Video alle zusammengefasst. Da kommt auch Windows, also die neue Windows-Suche vor, die Your Phone App, bald die neue Unterstützung für Zeilenumbrüche von Linux und Mac im Notepad und auch natürlich die Windows 10 Sets, die eben Tabs für Apps mitbringen. Und das ist insgesamt eine der größten Änderungen für Redstone 5. Allerdings ist hier auch noch nicht ganz klar, ob dieses Feature dann am Ende ausgerollt wird. Im Grunde war das eine kleine Zusammenfassung und auch ein kleiner Vergleich zwischen Windows 10 und macOS Mojave. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.